Hallo und herzlich willkommen bei Frauchen gesucht im Tierheim Gießen. Ich möchte Ihnen heute Jessie vorstellen, eine 10 Jahre alte Dobermann-Schäferhund-Mischlingshündin. Hier gibt es eine ganz besondere Geschichte dazu. Sie wurde am Ostersamstag bei uns in der Fundtierschleuse ausgesetzt. Bevor wir sie aber auffinden konnten, hatte sie sich schon durch die Box ins Freie gefressen und die Tür geöffnet und war geflüchtet. Dann wurde sie aufgegriffen und wieder ins Tierheim gebracht. Und die Finderin hat den Hund bei uns im Tierheim mit der Leine angebunden, um uns Bescheid zu sagen. Und als wir zurückkamen, um sie entgegenzunehmen, war die Leine durchgebissen und der Hund war ein zweites Mal geflüchtet. Gott sei Dank hat sie beide Fluchtversuche überlebt und ist nirgendwo in ein Auto gelaufen. Sie ist insgesamt sehr, sehr menschbezogen, hängt an ihrem Mensch, wer auch immer es ist. Wir konnten allerdings einen früheren Besitzer von ihr herausfinden. Sie wurde nämlich von uns erst Leonie getauft und dann stellte sich heraus, dass Leonie Jessie ist und eben schon verschiedene zu Hause gehabt haben muss. Jessie ist insgesamt eine sehr intelligente Hündin, sehr arbeitswillig, sie kann auch schön apportieren und ist, wie gesagt, sehr menschbezogen. Sie verträgt sich mit Rüden, sie lebt im Tierheim auch hier mit einem Rüden zusammen. Mit Hündinnen muss man vorsichtig sein, kleine Hunde gehen gar nicht. Sie hat auch etwas Jagdtrieb, daran müsste man noch etwas arbeiten. Ansonsten aber ist sie eine sehr freundliche, arbeitswillige Hündin. Ich hoffe sehr, dass ich das Interesse wecken konnte für diese Hündin und dass sie trotz ihrer mittlerweile 10 Jahre bald ein Zuhause finden kann. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder schauen Sie doch einfach zu den Öffnungszeiten Mittwoch, Freitag oder Samstag bei uns herein. Ich würde mich wie immer sehr freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.